Das gibt ja sogar so Dinge, die ich gelernt habe bei dem Video. Also Nummer eins ist ja, trage in dem Video kein weißes T-Shirt. Ne? Oh mein Gott. Okay, schwarz macht schlank, haben wir gelernt. Zweites, was ich gelernt habe, hey, Hobel werden verdammt schnell stumpf. Ja, ich bin jetzt hier am Nachschleifen, so meine ersten Versuche. Mal gucken, sieht ganz gut aus. Wir werden das schon hinkriegen. Nummer drei, was ich gelernt habe, so eine selbstgeschusterte Bank aus Dachlatten. Das hält nicht so. Da muss eine neue her. Eins der nächsten Projekte, würde ich sagen. Und weil ich gerade sowieso meine Werkbank wieder zusammengeschraubt habe und ein bisschen verstärkt habe, so an den Seiten ein paar Bretter, hinten ein paar Bretter, wegen Versteifungsfindigkeit und so weiter, habe ich mir gleich ein schönes Regal für meine Hobel gebaut. Also die hängen jetzt hier wirklich in der Wand drin und ich kann sie ganz gemütlich rausnehmen und auch wieder reinhängen. So, da hängen dann meine Hobel drin. Sieht dann so aus, dass ich mittlerweile fast alle Hobel, die ich so brauche, zusammen habe. Vierer, 62er, 5er, 7er und ich glaube der kleine heißt 9,5 oder so. Ja, so sieht's aus. So sieht es in meiner kleinen Hobbywerkstatt aus. Ich habe noch viel zu lernen. Das ist erst der Anfang. Das Abrichten des Brettes, was ihr eben gesehen habt, ist das erste größere Projekt, wo ich nicht alles im Video habe. Weil man will erstmal fertig werden und vergisst dann doch, na, man schaltet zwar das Video ein, aber so ist ja Handyaufnahme und so ein Handy geht ja nach ein paar Minuten aus. Ja, kein Strom drin. Was soll ich sagen? Habe ich gelernt. Also, falls ihr weiterhin wissen wollt, wie das hier weitergeht mit meiner kleinen Hobbywerkstatt, gerade frisch gestartet und jetzt wollen wir mal ein bisschen was tun, dann da unten abonnieren. Da, ich weiß das nicht. Falls euch das gefällt, was ich bis jetzt gemacht habe, oder dieses Video gefällt, gebt mir mal einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, aber dann bitte, ne? Mit Text unten drunter. Könnt ihr machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. War wieder mal spaßig. Wünsche euch was.